Nicht nur ein Missionshaus, auch eine Kirche haben die Steyler Missionare auf ihrem ehemaligen Besitz, der weitläufigen Anlage St. Paul bei Wittlich, erbaut. Der heilige Paulus gab der Klosteranlage bei Wittlich ihren Namen, für deren Kirche nun eine neue Zukunft gesucht wird. Denn St. Paul und damit auch die Kirche wurden an die Klostermachern AG verkauft. Messen gibt es immer noch in der Kirche. Jedoch sind die Kirchenbänke wochentags oft leer. Das soll sich ändern. Am Mittwochabend hat sich ein Trägerverein Autobahnkirche St. Paul gegründet. Ziel der Initiative ist, dass diese schöne Kirche erhalten bleibt, die nach den Vorstellungen des Zweiten Vatikanums gebaut wurde und mit den wunderschönen Bildern von Werner Percy, dass die also weiterhin offen steht und dass sich hier Menschen treffen können, die miteinander beten wollen, Ruhe haben wollen, die meditieren möchten, die auf einer langen Reise einmal eine kreative Pause einlegen möchten. Und vielleicht ergibt sich auch, dass hier in diesem Raum auch später kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Über den Status Autobahnkirche könnten mehr Menschen den Weg nach St. Paul und die Tür zur Kirche finden. 33 Autobahnkirchen gibt es derzeit in Deutschland. Vielleicht gibt es bald eine in St. Paul. Der Besitzer des Klosters und der Kirche, die Hofgut Stift Klostermachern AG, steht hinter dem Projekt. Mit der Gründung des Fördervereins ist es einen großen Schritt vorangekommen.